Moin, moin, Leute, willkommen zurück bei Alan Wake. Es geht weiter. Wir wollen in Hartmans Büro und das machen wir jetzt auch einfach. Wir haben ja den Schlüssel. Und ich bin weg. Das hier sind alle Seiten, die ich bei mir hatte. Und mehr. Alan, bitte. Sie fallen wieder zurück in... Noch eine Lüge und ich schieße Ihnen in die Fresse. Ah, ja. Ein Versuch war es wert. Echt, Wake. Kommen Sie. Lassen Sie uns das gemeinsam angehen. Sie haben keine Ahnung, Hartman, was... Hartman, Klappe! Barry, jetzt raus mit dir. Ich hol dich ein. Besorg uns ein Auto. Okay. Oh, Al. Lass uns! Wake, hören Sie mir zu. Das ist ein Fehler. Sehen Sie das nicht? Zusammen können wir etwas absolut Wunderbares erschaffen. Mit Ihren Fähigkeiten und meiner... Ausweg finden. Du heilige Scheiße. Raus hier. Mach doch die Tür auf, Junge. Oh wow, what the fuck, da kommen wir nicht durch. Ich brauchte Licht, um den besessenen Bücherregal oben, oben. Du Scheiße, was ist hier los? Komm schon. Weg mit euch. Okay. Und daher. Das Licht ist wieder ausgegangen. Schon. Nochmal. Oh, scheiße. Komm los. Komm. Mach es an jetzt. Da kommt das Licht wieder. Okay. Weiter. Ist da noch was? Ja, da kommt noch was. Einschalten. Müssen sie alle wegmachen. Komm schon. Oh, Mann. Da war noch was. Alle bitte ins Bild kommen. Bewegen sich da einfach. Komm schon. Scheiße. Eins, zwei, drei. Oh, komm schon. Wir versuchen unser Glück. Licht es noch an. Und los. Go, go, go. Ja, durch, 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 durch. Alter, was ist hier los? Wie komme ich raus? Wackel hin. Ich bin nur die eine. Okay, hier ist noch einer. Können wir noch eine holen? Nein. Okay. Raus hier. Oh, nochmal schnell eine Seite mitnehmen.
Licht. Zu sehen. Kommen wir nicht rein. Wie kommen wir da jetzt raus? Wir müssen sie herlocken eigentlich. Ah, komm. Zurück. Raus, 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 raus. Raus. Oh, war das knapp. Mach die Tür auf. Oh, oh. Jetzt muss die Tür kaputt machen. So, noch einmal ausweichen. Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, raus. Ich bin hier! Okay. Auf zu Barry. Alter Schwede, was war das für eine Flucht? Erstmal einen Kaffee zum Wachwerden. Ja, ich komm doch schon. Ich muss nur noch mal eben gucken. Heftig. Ja. Da hinten kommt auch Licht her. Noch mal eben gucken. Wo geht's da hin? Oh. Batterie können wir schon mal jetzt gebrauchen. Da kommen wir noch nicht rein. Na gut, dann lass zu Barry. Ich hab das Auto, aber das Tor ist zu. Du musst durch das Heckenlabyrinth dort drüben. Ich habe keine Taschenlampe. Hier, Al! Weiß doch nichts, ich stehe direkt neben dir. Oh Gott, zieh dir das Haus an, Al! Pass auf! Okay. Schlechte Taschenlampe, komm raus hier. Ja. Aber schnell. Ich komme hier nicht einfach raus. Schnell das Tor. Komm schon. Mal eben die Batterie aufladen lassen. Alter, was passiert hier? Okay. So, weiter geht's. Labyrinth sollen wir, alles klar. Links lang? Nee. Was ist das? Die bösen Buben, ja. Scheiße. Thank you.
Ich wusste es. Immer hinter uns. So, weiter geht's, Freunde. Sind sie doch vor und hinter uns, oder? Eine Skriptseite nehmen. Dreh- und Revolver-Muni. Ja, jetzt geht doch schon wieder alles los hier. Ja. Wow. Okay. Gar nicht so einfach. Hier ist eine Sackgasse, so wie es aussieht. Jetzt hier. Sechs Schüsse braucht er. Oh. Nein. Den hatten wir doch schon. Oder war es noch ein zweiter? Okay. Hier wird es wohl nicht lang gehen, aber wir wissen ja. Was geht's hier lang? Ne, hier geht's nicht lang, ne? Es kann immer mal was versteckt sein. Manuskript. Hartman rannte den Korridor entlang. Er hatte Wake nur ungern verlassen, als er am empfänglichsten für die Therapie war, doch dies war kein normales Unwetter. Wake hatte geschrieben und hatte etwas in den Tiefen des Sees geweckt. Jetzt wollte es ihn holen. Hartman hatte sich natürlich auf so eine Situation vorbereitet. Die irren Brüder würden Wake ablenken, während Hartman zur Sicherheit alles noch einmal prüfte. Das ist Mikro ranholen hier. Tja. Also wer hat jetzt wen abgelenkt? Wurde ich abgelenkt oder wurde er abgelenkt? Okay. So, erstmal sind wir aus dem Labyrinth raus, das ist schon mal gut. Hey, Scheißvögel. Weg da. Boah. Okay. Hier haben wir die Batterien aber auch echt gebraucht. Oh. So, weg mit euch. Freunde. Actionreich.
So, Dr. Hartman, brauchen wir uns erstmal keine... Und noch einer und noch einer. Oh shit. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Schön. Für die zwei Idioten. Naja. So, was haben wir hier hinten? Auch noch was Schönes zu finden vielleicht? Nein. Okay. Nee. Immer so ein bisschen in den Ecken gucken auch, ne? Hier ist eine schöne Laterne. Wenigstens eine von zwei ist an. Hm. Wollen wir mal sehen, dass wir... Oh, schön. Ah, Schrotflinte. Lieber das Jagdgewehr gehabt. Aber egal. So, jetzt müssen wir mal zu Barry kommen. Wer weiß, was mit dem sonst passiert. So. Oh ja, da sind wieder einige. Shit, hier hätte ich jetzt die Leuchtpistole gebraucht. Nachladen. Da hätte ich die Leuchtpistole gebraucht. Ist doch nervig, dass wenn man eine Waffe aufnimmt, dass er die dann auch direkt ausrüstet. Aber wir haben es ja gut hingekriegt. Ah, sehr schöne Leuchtfackel. Können wir auch sehr gut gebrauchen. So. Was ist hier los? Nummer 1 weg. Batterien sind aber auch nicht schnell leer, ne? Das ist Teil des Spiels, ganz einfach, mit den Batterien. Das ist das, was dann den Kick vielleicht ausmacht. Fürs Erste war Barry nur froh, den Sturz überlebt zu haben. Er war von Al getrennt worden und wieder hochzuklettern würde nicht leicht werden. Er sagte sich, dass er mitten in der Nacht im finstern Wald klarkommen würde. Er würde warten, bis Al einen Weg heruntergefunden hatte. Barry drehte sich um, als er schwere Schritte hörte und die Bewegung sah. Der menschenähnliche Schatten sprang ihn mit erhobener Axt aus den Büschen an. Barry schrie und warf seine Hand hoch. Die Welt explodierte. Okay. Vielleicht können wir da zum Schluss nochmal alle Manuskripte mal durchgehen, die wir so gefunden haben. War natürlich doof, wenn wir nicht alle gefunden haben, aber... Emil made Tom do it. Keine Ahnung. Ich würde sagen, bevor wir weitergehen, beenden wir hier die Folge. Danke, dass ihr wieder dabei gewesen seid und ich freue mich auch, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Das heißt, wir gegen die Welt, gegen den Schatten, gegen die Dunkelheit, gegen Omi? Ich weiß nicht. Mal sehen. Tschüss.